Wie alles begann. Von einer schnöden Stückseife zu einem Weltunternehmen. Andreas Dahlmeier gründete am 21. Oktober 1979 die ADA Hotelwerbung GmbH in Starnberg. Jung, motiviert und entschlossen wusste er um die Interessen an seinem Produkt der Hoteliers Bescheid. Die Idee für die Personalisierung von Hotelseifen war geboren und somit auch eine Marktlücke, die es nun zu füllen galt. Der Sprung von Stückseife zur Flüssigseife war extrem wichtig, doch brachte er neue Herausforderungen mit sich. Es wurde eine neue Abfüllmaschine entwickelt, um Seife in kleine Fläschchen abzufüllen. Ein Coup, der einmal mehr deutlich machte, die Zeit des kleinen Korker-Unternehmens war endgültig abgelaufen und ein großer Umzug nach Bodersweier stand bevor. Nun startete die Produktion richtig durch. Abertausende personalisierte Accessoires wurden zu den Kunden geliefert, dessen Hotelzimmer zunehmend mehr Produkte aus dem Hause ADA zierten, wo sie detailverliebt und mit höchstem Qualitätsanspruch konzipiert und produziert wurden. Im Jahr 1990 wurde ein Produkt im Zuge des zunehmenden Umweltbewusstseins der deutschen Gesellschaft entwickelt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Press and Wash. Patentiert und ausschließlich für gehobene Hotellerie entwickelt, hatte die Markteinführung von Press & Wash einen bahnbrechenden Charakter, der ADA weiteren Auftrieb und zusätzliche Eigendynamik verlieh. Damit war ADA auf dem besten Weg, europäischer Marktführer zu werden. Mit einem intelligenten Aufbau eines weltweiten Distributionsnetzwerks wurden die Wogen geglättet, internationalen Durchbruch um die Jahrtausendwende zu erlangen. ADA hat bis heute Unglaubliches geschafft. Ein weltweites Vertriebsnetz von 50 eigenen Vertriebsleuten und ca. 200 Händlern macht ADA heute, im Jahr 2019, zu einem weltweit führenden Hersteller exzellenter Hotelkosmetik. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. ADA wird 40, ist im besten Alter und hat noch viel vor, versprochen.